Eigentlich wollte sie gar nicht mehr schwanger werden. Sie hat nämlich schon zwei Kinder, mehr sollten es nicht werden. Eine Vietnamesin ließ sich daraufhin eine Spirale einsetzen, doch sie wurde trotzdem schwanger. Und bei der Geburt des kleinen Jungs entstanden dann Fotos, die um die Welt gehen. Das Baby kam mit der Spirale seiner Mutter in der Hand zur Welt. Total süß, aber auch ziemlich entlarvend für die Spirale als Verhütungsmethode. Wie sicher ist sie denn tatsächlich als Verhütungsmethode? Darüber wollen wir sprechen mit Isabel Morelli. Sie ist Gesundheitsberaterin. Frau Morelli, ja, wie sicher ist so eine Spirale? Ist sowas Ihnen schon mal untergekommen, solch ein Foto? Also es ging so ein Foto tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal um die Welt aus einem anderen Land. In Deutschland ist sowas, soweit ich das weiß, noch nicht passiert bisher. Allerdings muss man sagen, Spiralen sind im Normalfall schon sehr sicher. Sie gehören tatsächlich mit Abstand zu den sichersten Verhütungsmethoden. Allerdings gibt es eben keine 100% sichere Verhütung außer Enthaltsamkeit. Und das wäre genau meine Frage gewesen. Welche ist denn die beste und die sicherste Verhütungsmethode? Klar, Enthaltsamkeit, da würde ich sagen fast 100%, außer bei Maria, da hat es nicht funktioniert mit der Enthaltsamkeit. Ja. Aber sonst für uns Normalsterbliche, welche Verhütungsmethode sollte man denn wählen? Das kommt natürlich erstmal auf den Typ an. Man guckt sich in dem Fall immer zwei Sicherheitsangaben an. Einmal, wie sicher ist die Methode potenziell, wenn man tatsächlich alles richtig macht. Das ist der Methodenindex. Der war jetzt bei der Spirale beispielsweise bei 0,6. Das heißt, 0,6 von 100 Frauen werden trotz Spirale schwanger, also sehr selten. Dann gibt es noch den Anwenderindex, also wie sicher ist das im realen Leben. Und da sind wir bei der Spirale bei 1,0. Also eine von 100 Frauen wird trotzdem schwanger. Damit ist die Spirale tatsächlich noch mit das sicherste Verhütungsmittel, denn bei der Pille beispielsweise liegen wir aufgrund der vielen Fehlanwendungen bei einer Anwendersicherheit von nur zwischen 6 und 9. Was bedeutet, zwischen 6 und 9 Frauen von 100 werden trotz Pille schwanger. Das heißt, wir sind bei der Kupferspirale schon sehr, sehr weit vorne, was die Sicherheit betrifft. Da sind wir jetzt beim Thema Sicherheit. Jetzt ist aber auch Verhütung, sagen wir mal, immer einem Trend unterlegen. Klar, die Pille war ganz lange im Trend, dann irgendwie nicht mehr. Es ging hin zu beispielsweise Apps mit dem Zählen der Tage, mit der Temperatur. Also sagen wir mal, natürliche Verhütungsmittel. Was ist denn im Moment im Trend bei den jungen Mädchen? Also tatsächlich sieht man, dass alles, was mit Hormonen zu tun hat, immer unsympathischer wird offensichtlicher. Und der Trend dazu geht, definitiv hormonfrei zu verhüten. Jetzt ist natürlich die Kupfervarianten wie die Spirale auch eine hormonfreie Verhütung. Der Trend geht aber tatsächlich Richtung komplett natürlich. Bedeutet, man versucht es heutzutage mit Apps. Ich bin sehr vorsichtig, was Apps betrifft, weil ich finde, man muss die Methode vorher kennen, bevor man mit einer App versucht zu verhüten. Und die Methode bedeutet als Frau, man muss sowohl seine Körperzeichen, zum Beispiel Zervixschleim oder den Muttermund, beobachten können und richtig auswerten können und seine Temperatur beobachten. Das in Kombination nennt man dann die symptothermale Methode, die von der Sicherheit her eigentlich direkt nach der Kupferspirale kommt, nämlich 1,8 Frauen von 100 werden trotz dieser Methode ungewollt schwanger, alle anderen nicht. Ist also eine sehr, sehr sichere Sache, wenn man weiß, wie man es macht. Also auf jeden Fall sich mit der Thematik beschäftigen. Dann gibt es auch kein böses Erwachen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Tipps zu diesem Thema. Ganz herzlichen Dank, Isabel Morelli.